Guten Morgen zusammen, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu einer neuen Wanderung. Und ganz wichtig, die Wanderung fängt natürlich nie auf dem Trail an. Ich bin schon mitten in der Fließbandproduktion. Sondern in der Küche. Guckt euch das an hier. Das ist der Proviant. Das muss natürlich auch mal gewährleistet sein hier, ne? Ja. Ehrlich, naja, was wir heute machen, ein paar Tage später. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Brötchen noch schmieren. Wissen wir das eigentlich schon, was wir machen? 7:30. Ne, wir wissen den Startpunkt und von da aus gucken wir dann. Alles klar. Mehr Infos später. Viel Spaß beim Video. Ha, schon auf Sendung hier. Jawohl. So, wir sind mittlerweile am Startpunkt der Wanderung angekommen. Ja, Rucksäcke sind auf. Wir sind bereit. Und bevor wir wieder dummes Zeug labern, wie immer, und wir uns ins Getümmel hier begeben, kleine Infosession. Das Ganze heute findet im Rahmen der Ruhrpott-Wanderung. Ich glaube, Ruhrpott-Wanderung passt schon. Ruhrpott-Wanderung von der Sabrina von Couchflucht statt. Und zwar hat die geile Idee gehabt, bei Komoot, kennt ihr wahrscheinlich auch, die App nutzen wir ja selber auch, eine Collection zu erstellen. Und zwar einmal, ja, quasi rund um den Ruhrpott, durch den Ruhrpott, durch, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie viele Etappen das sind. Sag mal, irgendwie 10 bis 15. So. Nee, ich glaube sogar noch mehr. Noch mehr? Ich weiß 20? Gar nicht. Ja, na, ist ja wurscht. Wir sind natürlich wieder bestens vorbereitet, aber die Hauptsache ist, dass wir heute wandern gehen und eine Etappe davon haben wir uns auch geschnappt. Das Wichtigste ist, wir wissen, dass hier der Startpunkt ist und wo der Endpunkt ist. Hattingen sind wir hier gerade. Wir müssen nach Witten. Und wir müssen nach Witten. 25 Kilometer, ich glaube, wir haben uns die längste Etappe rausgesucht. Ich verlinke auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung alles nochmal und auch die Collection von der Sabrina. Die hat sich da echt Mühe gegeben, also schaut auf jeden Fall vorbei. Finde ich eine richtig coole Aktion, gerade jetzt in Corona-Zeiten können wir natürlich nicht alle zusammen wandern und deshalb macht quasi jeder eine einzelne Etappe, sodass man am Ende trotzdem so einen kompletten Rundweg hat. Das finden wir gut. Let's go. Haben wir Insta schon irgendwas gebracht, ey? Bei Insta haben wir noch nichts gebracht. So, die Tour geht spektakulär weiter. Wir sind schon auf dem falschen Weg. Wir sind gerade 200 Meter unterwegs. Eigentlich ist unser Weg da unten irgendwo, weil wir hätten am Bahnhof direkt lang gehen müssen. Wir haben ein bisschen weiter oben geparkt. Naja, sollte gleich wieder klappen hier, auf den Weg kommen. Was kann man noch sagen? Ruhrpott Liebe heißt jetzt übrigens der offizielle Titel. Haben wir gerade nochmal nachgeguckt und 19 Etappen sind es insgesamt. Da sind ein paar Etappen mit so ungefähr 25 Kilometern bei, aber ja, schauen wir einfach mal, was das heute gibt. Du hast ja noch eigentlich noch nicht so Berührung mit dem Ruhrpott, ne? Ich ja schon. Ich komme ja, hört man ja auch, ne? Was ist los hier? Naja, also eigentlich ganz genau komme ich vom Niederrhein, aber das ist direkt an der Grenze zum Ruhrpott. Von daher passt das schon und deshalb freue ich mich bei diesem wunderschönen, herrlichen grauen Ruhrpottwetter den Ruhrpott mal ein bisschen näher kennenzulernen, weil wandern war ich hier auch noch nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, Hattingen bis Witten sind wir heute unterwegs. Von Bahnhof zu Bahnhof. Von Bahnhof zu Bahnhof, genau. Sabrina hat die Touren so geplant, dass man die auch alle mit dem Zug oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Jo. Oh, da ist der Weg da wieder. Da ist der Weg. Wunderbar, wir nehmen euch mit. Und ja, ihr kriegt das klassische Tracking-Life-Programm heute wieder aufs Brot geschmiert. Schön auf dem Sonntag. So, im Hintergrund zeigt sich der Ruhrpott schon von seiner besten Seite. Was war das noch gerade? Industriemuseum Henrichshütte. Sehr gut. Mein Gott, der erste Fact hier im Video. Industriemuseum. Ja, schaut's euch an. Sehr schön. Ja, wie ihr seht, das Wetter könnte besser sein. Aber es ist in Ordnung, es ist nur so ein bisschen am Fisseln. Solange das so bleibt, sind wir damit happy. Regenjacken haben wir natürlich auch bei, aber wir hoffen mal, dass wir die nicht brauchen. Ansonsten wird das heute, so geht das in die Kategorie Speedhiken. Wir haben nicht allzu viel Zeit, weil wir mussten jetzt auch eine, ja, anderthalb Stunden hier hin, müssen dann natürlich auch nachher noch zurück. Ja, dementsprechend heute auch nur mit leichtem Equipment dabei. Keine Drohne dabei, aber bei dem Wetter lohnt sich das eh nicht. Kein Kocher dabei, Kaffee haben wir zu Hause schon gemacht. Keine Kamera dabei. Ja, heute immer wirklich die sportliche Aktivität im Vordergrund.
Haben wir aber auch Bock drauf beide. Und dann schauen wir mal, was wir am Ende hier auf dem Tacho haben, ne? Was wir da abgerissen haben. Wie gesagt, 25 Kilometer. Gucken, was wir für einen Schnitt hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall Bock, wir sind motiviert, so ein bisschen einen vorzulegen. Hier die jungen Wilden von Trekking Life müssen der Wander-Community ja mal zeigen, was sie drauf haben. Ja, die können nicht nur blöd labern, die können auch wandern. Ja, nee, Spaß. Aber wir haben trotzdem Bock, ein bisschen loszulegen hier. Fühlt sich gut an. Wie zu Hause. Größer. Höhenmeter müssen wir machen. Und das im Pott. Im Pott. Ich dachte, hier ist alles flach. Ja, wird uns wenigstens nicht kalt. Aber ich habe zur Not auch noch eine lange Unterhose drunter. Ich glaube, heute hätte ich mir die sparen können. Ey, wie das machst du das falsch. Naja. Oh, guck mal, das sieht doch schön aus. Ha? Guck mal hier. Nicht nur Industriekultur, schöne Felder, Auenlandschaften, Schwäne, alles hier. Oder Gänse, ich weiß nicht, könnte alles sein. Wie im Auenland, in Hobbingen, Beutelsend. Meine Größe passt, wa? Und deine Mütze auch. Ja, hier haben wir Frodo Beutlin und ich bin Samwise Gamgee. Nee, ich bin Gandalf. Gandalf der Graue. Oh, jetzt bist du drauf. Das war knapp. Wir hätten uns hier fast lang gelegt, ey. Das sieht so unscheinbar aus, vor allem wahrscheinlich jetzt auf der Kamera. Hier dieser Weg, ne? Asphaltiert, aber der ist so total vermoost. Sieht man hier. Ein bisschen, ne? Und Achtung. Das geht so richtig. Okay, jetzt natürlich nicht, aber hier glaube ich. Naja, auf jeden Fall haben wir beide mal einen kleinen Rutscher gemacht, aber nichts passiert. Wenn, tut das auf jeden Fall weh auf dem Asphalt. Also eigentlich legen wir uns ja pro Tour mindestens einmal hin oder irgendwie so ein bisschen. Hier hätte weh getan. Naja, Zeit für ein paar Sidefacts hier. Wir haben nur noch 16 Kilometer auf dem Tacho. Also haben jetzt schon über 8 geschafft in 1,5 Stunden. Das ist auf jeden Fall ein stabiler Schnitt. Ja, macht aber auch Bock. Wir sind gut unterwegs. Schön zu laufen hier. Gerade ging es auch mal ein bisschen berghoch. Was man ja eigentlich nicht so meinen sollte im Ruhrpott. Aber auch hier ist es hügelig. Aber insgesamt halt entspannt zu laufen. Da kann man gut Tempo machen. Ja, was suchst du bis jetzt? Ja. Wetter. Kann ich nur zustimmen, ne? Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung, so, weil wenn wir schon dran sind, ne? Ja, mach mal. Was soll ich sagen? Achso, wir sind ja auch nicht in Duisburg hier, sondern richtig. Eher Richtung Sauerland schon. Da wird es natürlich ein bisschen hügeliger. Genau. Ja, also Richtung östlich schon weiter raus. Quasi dann, ich weiß gar nicht, ob das schon dann so ein östliches Ende vom Ruhrpott ist. Das ist gefährliches Halbwissen wieder. Aber ich denke mal so Hattingen. Also ich komme ja auch, ich bin ja quasi komplett westlich vom Ruhrpott, also Niederrhein-Grenze, ne? Also wirklich so Duisburg, Moers die Ecke. Und Hattingen, Witten, hier war ich noch nie. Das werden wir gleich mal irgendwann. Ich habe nämlich brutalsten Hunger. Ich habe ein richtiges Loch im Magen gerade. Der knurrt auch die ganze Zeit. Der Wester dachte, hier kommt ein Wolf aus dem Gebüsch gesprungen. Da muss ich selber lachen. Ja, wir müssen gleich mal einen Snack zu uns nehmen, ne? Weil die Energie, die muss ja auch, die wir hier verballern, muss ja irgendwann wieder aufgenommen werden. So. Jetzt wird der Arm schwer, der Nacken ist schon steif. Wir machen weiter. So, aus dem Wald gekommen, geht das jetzt hier so ein bisschen ins offene Feld. Und wen haben wir denn da? Ein paar Hühner. Na? Hühner sind immer gut, ich mag Hühner. Ah ja, sind auch top. Gute Tiere, wunderbar. So ein Huhn zu Hause, immer frische Eier morgens am Sonntag, wäre schon was Feines. So, wir müssen links. Ja, wie gesagt, jetzt hier
wird es ein bisschen offener, aber trotzdem sehr schön. Ich mag so offene Grünflächen. Finde ich geil, so mit so einem, ah, guck mal hier, weiten Ausblick. Geil. Schön. Wie auf dem Eifelsteig, da ist ja auch so oft so offene Grünflächen. Und in Schweden war das auch so. Ist geil, wenn du so aus dem Wald rauskommst und auf das große offene Feld blickst. Cool. Und jetzt stellt euch noch Sonne vor hier, ne? Dann, ja, dann geht's richtig ab. From the chicken to the horse. Jetzt haben wir noch ein paar Pferdchen hier. Mussten gerade diese gefährliche Straße kreuzen, aber haben wir mit Bravour gemeistert. Der Thomas hat sich da schön Zeit gelassen, hat das Auto noch vorbeigelassen. Ist dann rechts, hat nach rechts geguckt, hat nach links geguckt und nochmal nach rechts geguckt. Ne? So wie man das lernt. Früher. Muss man nicht zuerst links gucken, dann rechts und dann nochmal links? Ne, ich habe immer, gelernt, rechts gucken. Ja, macht aber Sinn nach links, weil ja eigentlich die Autos. Ja, kommt drauf an, auf welche Seite. Ne? Ah, ne, ist egal. Das ist ja spiegelverkehrt. Naja, schreibt's mal in die Kommentare, ne? Ich habe das gelernt, nach rechts gucken, nach links gucken, nochmal nach rechts gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt. Auf jeden Fall dreimal. Ja, genau, dreimal weiß ich. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, wie rum zuerst. Ja, also ich weiß auch, dass ich es dreimal gelernt habe. Ja, es macht ja Sinn, nach links zu gucken, weil die Autos ja eher von links kommen, weil die sind ja näher an der. Also das ist ja die Fahrbahn, die im Idealfall nutzen. Naja, keine Ahnung. Ihr wisst ja, wie das ist. Aber guck mal hier, schöne Aufnahme auf dem Trail hier. Zack. Läuft das hier, 13,7 noch auf dem Tacho, die Hälfte haben wir schon fast. Ich würde sagen, wir machen gleich mal ein Päuschen, ich habe Hunger auf ein Brötchen. Ja, machen wir. Gut. Und außerdem haben wir noch eine neue Kategorie für euch. Die ist uns gerade gekommen, wir sind immer mal im Brainstorm hier auch, ne? Seid gespannt, bis gleich. Ruhrpott-Romantik auf der Autobahn. Auch das ist Ruhrpott, ja. A43. An der Stelle nochmal ein Trekking Live Pro-Tipp, kein Trip, diesmal nicht. Pro-Tipp, meine Uhr zeigt jetzt an, es geht noch ein bisschen berghoch, also ein bisschen Steigung noch, da sieht man das schon. So, ja gut, ne? Kleiner Hügel, aber macht die Pause erst, wenn ihr oben angekommen seid. Da stand jetzt gerade eine Bank rum, haben die Leute aus der Wohnsiedlung da netterweise aufgestellt, dem müden Wanderer stand drauf. Da hätte man natürlich eine schöne Pause machen können. Aber wenn er dann wieder los muss und direkt bergauf gehst, nicht gut. Deshalb oben Pause machen und danach schön bergab verdauen. Trekking Life Pro-Tipp. So, und Trekking Life, sage ich schon Trekking Life, Trekking Life Pro-Tipp, also Zungenbrecher, ey, zahlt sich mal wieder aus. Da ist die Bank und guckt euch die Aussicht an, das kann man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, den Anstieg haben wir überstanden. Das heißt, ja, hier setzen wir uns jetzt hin, essen Brötchen, trinken Käffchen und gleich kommt dann die neue Kategorie. Ne? Seid gespannt. Der ist in Ekstase. Ich halte die Kamera. Ah ja, wir sind euch. Oh, warte. Der will weiterlaufen, ja. Nicht speichern. 13,6 Kilometer haben wir. Ja, wir haben ja eine neue Kategorie, haben wir gesagt, ne? Die nennt sich Hashtag. Was haben wir dabei? Also wirklich so, ne? Was haben wir dabei? Ne, wir wollen jetzt mal immer so in unseren Tagestour-Videos und so einen Ausrüstungsgegenstand mal irgendwie rausnehmen. Meistens die Rucksäcke. Liegt ja auf der Hand, wie ihr alle wisst, arbeite ich ja für Gregory und von daher kann ich da auch gut was zu erzählen. Erzählen kann ich sowieso, aber da ist auch dein Informatives dabei. Und ja, heute haben wir mal wieder unterschiedliche dabei. Da achten wir mal drauf, dass wir mal so ein bisschen testen können. Einmal den Miwok 24, den habe ich. Und der West hat den Zulu 40. Ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen war ein Tagestour, aber ich habe keinen kleineren. Ist unterwegs, ist in der Mache. Und genau, einfach mal so ein bisschen Rucksack, Backtech-Wissen hier. Passenderweise haben wir hier zwei verschiedene Tragesysteme, was ja schön ist. Und zwar hier ventilierendes System, das heißt, ne, hier ist quasi eine Lücke zwischen Tragesystem und Packsack selber, weil ein Rucksack besteht ja immer aus Tragesystem und Packsack eigentlich. Und hier sieht man noch schön den Rahmen dann, damit das Gewicht von den Schultern runter auf den Hüftgurt übertragen wird. Und hier haben wir
Kontaktrücken, der genau eng am Rücken anliegt, auch nochmal mit einem Mesh überzogen, damit das alles ein bisschen angenehmer zu tragen ist und den Schweiß besser aufnimmt. Und damit sind wir heute unterwegs. Ja, und ansonsten klassischer Tagesrucksack meiner mit einem Meshfach vorne, einem großen Hauptfach. Beim Thomas, wie gesagt, etwas größer, der hat dann auch einen Deckel. Also auch nochmal ein Unterschied, ob jetzt ja, mit Deckelfach oder direkt Zugriff. Und Frontzugriff habe ich auch. Und Frontzugriff hast du auch. Stimmt, tatsächlich. Also hier zum Hauptfach nochmal USIP quasi, den habe ich nicht. Ja, bei mir alles ein bisschen kompakter, ist eher der Tagestourenrucksack. Und den Zulu 40, den kann man auch für ja, ein, zwei Tage vielleicht Hüttentouren nehmen. Und Hüttentour auch auf jeden Fall nehmen. Ne? Hatten wir auch auf dem Quasar Trail dabei letztes Jahr. Ja, so viel zum Thema Rucksack. Das denke ich auch mal ganz interessant, so ein bisschen, ja, bisschen zur Ausrüstung zu haben. Und jetzt trinken wir noch einen. Dann machen wir das tatsächlich informativ hier, mein lieber Mann. Ja, sicher. Das wollen wir jetzt öfters mal machen. Und das Ganze nennen wir, was haben wir dabei? Und beim nächsten Mal ist das dann vielleicht hier, keine Ahnung, die Thermoskanne. Weil die sind auch sehr gut. Der Kaffee ist sehr heiß. Oh, ist der heiß, habe ich mich verbrannt. Nee, Spaß, der ist gut trinkbar. Aber genau, das wollen wir mal so zwischendurch mal einbauen hier. In dem Sinne, laufen wir jetzt weiter. Machen wir. Ist kalt. Dafür haben wir ja die GoPro. Schön stabilisieren. Und dann kannst du einfach den spontan machen und sagen, jo. Wir sind jetzt mitten im Pott an der Straße. Ja. Auf dem Weg zum Auto. Wie lange noch? 1,3. Die haben wir auch gleich weggeschoben. 1,3 Kilometerchen noch. Wir haben am Ende jetzt nicht die 26 wahrscheinlich, weil da waren jetzt von der Wegführung teilweise so Stellen bei, wo du irgendwo reingelaufen bist und den gleichen Weg zurückgegangen bist. Da war zum Beispiel ein Restaurant, wo man hätte vorbeigehen können, aber ja, was wollen wir da jetzt? Und dann sind wir halt direkt weitergelaufen, deshalb haben wir wahrscheinlich so 2-3 Kilometer gespart. Ja, aber wir laufen erstmal noch weiter bis zum Auto und dann gibt es gleich nochmal das Abschlussfazit von der heutigen Tour. Die Tür machen wir auf im Auto, aber hier ist ein bisschen laut. Universitätsstadt sogar, guck mal hier, Witten. So, Freunde des gepflegten Wandergenusses. Ja, wie ihr seht, wir sind am Auto, 23 Kilometer auf den Kopf getroffen. Also wie gesagt, ein bisschen kürzer als gedacht, so 2-3 Kilometer. Du bist hier gerade nur 70 Meter gelaufen, das ist 23 voll. Genau, wir hatten 23,9 und da habe ich gesagt, komm her, die 22,9, dann machen wir die noch voll. War auf jeden Fall eine geile, schöne Tour. Hat Bock gemacht. Wie immer, können wir euch nur empfehlen, geht raus, geht wandern, egal wo. Tatsächlich auch viel Natur. Und genau, und muss ich auch gestehen, wir sind jetzt halt hingegangen, natürlich jetzt keine Alpenetappe oder, weiß ich nicht, Skandinavien erwartet, ne? Ist halt Ruhrpott, aber sehr schön, können wir nur empfehlen. An der Stelle dann auch nochmal vielen Dank an Sabrina von Couchschlucht, die das Ganze organisiert hat. Sehr coole Idee auf jeden Fall und ja, da waren wir sehr gerne dabei. Also vielen Dank dafür nochmal. Oh ja, hat Spaß gemacht, ne? Genau, genau, wir verlinken auch unter dem Video in der Videobeschreibung nochmal das Komoot-Profil auch von Sabrina. Da könnt ihr mal vorbeischauen, da gibt es echt alles Mögliche in NRW und auch in der ganzen Welt verteilt. Aber gerade natürlich jetzt ist NRW eine gute Adresse, um wandern zu gehen, wenn er aus NRW kommt natürlich. Und genau, diese Ruhrpott-Liebe-Collection, die hat 19 Etappen. Wir haben jetzt Etappe 5 davon gemacht. Wir packen unseren GPS-Track auch nochmal unten rein. Genau, das ist nämlich der wirklich gelaufen wurde und nicht der geplante. Und ansonsten, ja, machen wir uns jetzt noch einen entspannten Sonntag. Macht ihr euch auch noch einen entspannten Samstag oder Sonntag, wann auch immer das Video rauskommt. Und bis zum nächsten Mal, würden wir sagen, an der Stelle. Ne? Bis denn, ne? Guck mal, jetzt kommt sogar noch die Sonne raus. Mein Gott, alles richtig gemacht hier wieder. Tschüss. Tschüss.